der Bundesrepublik im Gesamtklassement beigetragen. So gab es in den letzten Tagen begeisterte Empfänge in Großwallstadt, in Nürnberg, in Fürth und in Postbauer Heng. Dienstagmorgen um 10 Uhr, die Anhänger des Handballvereins SV Großwallstadt haben sich zwei Busse gemietet, um ihre Olympiateilnehmer am Flughafen abzuholen. Bier und Blumen werden für den Empfang von Sigi Roch, Michael Paul und Martin Schwalb eingeladen. Pünktlich um 11.10 Uhr landete die Maschine aus Los Angeles mit den Sportlern an Bord in Frankfurt. Großes Gedränge am Flughafen, viele hundert Menschen warten in der Empfangshalle auf ihre Olympioniken. 12 Stunden Flug hatten die Sportler hinter sich, der böse Witz von den olympischen Ringen unter den Augen machte die Runde. In Anbetracht der vielen Freunde und Verwandten war die größte Müdigkeit jedoch schnell überwunden. Die Sportler bekamen ihre Silbermedaillen umgehängt und ließen sich ordentlich feiern. Grund dazu war vorhanden, denn ihre Olympiateilnahme wurde erst durch den Ostboykott möglich. Vor der Abreise hatten sie auf Platz 6 gehofft. Silber brachten sie mit. Entscheidend hierfür war nach Ansicht der Handballer das Schlüsselspiel, der 20:18 Erfolg über Dänemark. Kein Mensch da, nichts. Ich habe vor dem Dänemark-Spiel, man kann sagen, wenig gespielt, aus taktischen Gründen. Und bin also in der zweiten Halbzeit ins Spiel gekommen und habe also von 6 oder 7 Würfe habe ich 5 Stück runtergebracht, sogar 4 in Reihenfolge. Und das war also der Sieg gewesen. Und ich hatte auch einen sehr guten Tag gehabt. Immer noch stehen die Sportler unter den Eindrücken, die sie aus Los Angeles mitbrachten. Das Schönste war der Einmarsch. Und wo vielleicht noch ein bisschen schöner war, das war dann die Verleihung von der Medaille. Das war irgendwie, das kann man gar nicht beschreiben, so eiskalt den Rücken so runtergelaufen. Weil sonst sieht man es selbst nur im Fernsehen. Und jetzt ist man so richtig dabei und man kann es noch gar nicht fassen. Wahrscheinlich verkraftet, bis man das erstmal so verarbeitet hat. Man weiß es wahrscheinlich erst in 4, 5 Wochen, was man da erreicht hat. In einigen Tagen beginnt dann wieder der Trainingsalltag. Bis dahin wollen sie noch etwas Urlaub machen und vor allem feiern. Während der Papi in Los Angeles Silber gewann, kam die kleine Lana Olympia Wunderlich in Nürnberg zur Welt.